Brauchen wir einen Cold Opener? Das ist eine sehr gute Frage, die wir jetzt beantworten. Ja, denn wir spielen jetzt Yoshi's Woolly World, nee, Yoshi's Crafted World, das neue Spiel für die Nintendo Switch und danach ein Geheimtipp. Baba Is You, auch für die Switch, jetzt gleich. 2 Stunden insgesamt mit Wirt und mir, es wird eine wilde Fahrt, seid dabei. Hallo und herzlich willkommen. Ach, das ist unsere Hauptkamera. Ich habe die ganze Zeit da reingeguckt. Ja, ich weiß auch nicht. Hallo. Oh, ich bin viel zu groß für die Hauptkamera. Ich mache mich ein bisschen größer. Vielleicht liegt es daran, weil du viel größer bist als ich. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Hallo Wirt. Hallo Elias. Das ist mega abgefahren. Ich muss mich hier gerade mal zurechtfinden. Das ist nämlich das neue Hangy. Ja. Ich erinnere mich, als wir hier Undertale durchgespielt haben. Das ist lange her, ne? Eigentlich. Das ist Anfang des Jahres. Da haben wir das letzte Mal zusammen gespielt. Tatsächlich, krass abgefahren. Und seitdem hat sich viel getan. Wir haben jetzt hier ein richtiges Hub. Du hast einen Bildschirm, ich habe einen Bildschirm. Wir haben hier eine schöne Ecke, um in aller Ruhe zu zocken. Das freut mich sehr. Wir werden ja auch sehr bald den Nachfolger Deltarune spielen, den inoffiziellen oder den imaginären oder den im Gedanken Nachfolger von Undertale, Deltarune, werden wir auch bald spielen, am Freitag. Heute 18 bis 19 Uhr. Nee, 19 bis 20 Uhr, also zwischen Rage und Game 2. Geil. Heute werden wir aber erst einmal Yoshi's Crafted World spielen. Das können wir insgesamt nur eine halbe Stunde spielen, weil das noch unter Embargo ist. Mhm. Das Review-Embargo ist schon frei, da kann man sich schon Tests durchlesen. Ist, glaube ich, okay. Ist ein gutes Spiel, ist jetzt nicht das bahnbrechendste Spiel überhaupt. Das sind die meisten Yoshi-Spiele. Die sehen super hübsch aus, aber sind halt nicht sehr anspruchsvoll. Also ich kann mich noch an Wii World erinnern, das war ganz nett. Ja, und ich glaube, in diese Richtung geht auch Craft. Ich will gerade mal schauen, ob wirklich das Review-Embargo schon durch ist. Ich guck gerade hier, ich habe keine Ahnung, weil wir spielen gerade auch mit Fabians Account und Kontrolle. Genau, und ich würde vorschlagen, wo ist denn die erste Welt? Dass wir jetzt schnell einen neuen Account machen und komplett von vorne anfangen. Das ist doch mal ein Plan. Genau, beende das mal. Ich guck hier derweil, ob es schon Yoshi's Crafted World. Muss ich einen neuen Account erstellen, ne? Ja, aber das kannst du ja relativ schnell machen. Wir konnten das leider. Wo macht man das nochmal? Nicht, wenn man es startet. Pass auf. Geh mal hoch zu den Account, ja, Seite von Fabian. Und jetzt lesen wir seinen Code vor. Geh mal ganz unten. Ganz, ganz unten. Geh mal da drauf. Runter, runter, runter. Okay, dann musst du raus. Dann geh mal in die Einstellung. Ich glaube, da kann man das machen. Systemeinstellung. Genau, dann gehst du auf Nutzer. Nutzer und Nutzer dann hinzufügen. Genau. Okay, alles klar. Okay. Ja, die Tests sind schon draußen. Also das kann man sich alles durchlesen, was man so von Yoshi's Woolly World haltet und was nicht so. Wir werden jetzt erst einmal die erste halbe Stunde spielen, um mal uns ein bisschen reinzufuchsen. Ich habe vor ein paar Wochen habe ich die Demo gespielt, die gab es ja auch zu, im Rahmen einer Nintendo Direct, konntest du ja direkt die Demo runterladen. Und ich fand sie eigentlich ganz cool. Fast einen Monat her, ne? Ja, aber ich fand sie tatsächlich ganz schön. Ich fand es halt sehr charmant, es sah halt sehr, sehr gut aus, halt wie alle Nintendo-Spiele, die mittlerweile erscheinen. Aber anspruchsvoll. Nee, war's nicht, aber das ist halt auch ein Spiel, das hat auch eine relativ klare Zielgruppe, ne? Das ist halt so, entweder bist du Vater und willst mit deinem kleinen Kind spielen oder du willst einfach nur eine entspannte Zeit haben? Ich überlege gerade, wann Yoshi sich überhaupt in so ein kinderfreundliches Spiel entwickelt, weil ich kann mich noch erinnern, Yoshi's Island war noch ein bisschen schwierig. Also ich hatte da meine Schwierigkeiten gehabt an einigen Stellen. Und auf dem N64, da wurde es dann so ein bisschen entschlagt, das wurde einfacher. Das N64, da konntest du ja quasi durchrennen. Ja, da musstest du auch nur Obst einsammeln. Ja. Das war's dann auch. Oh, wir sehen hier jedes Intro. Mhm. Ah, der ist schon süß. Ja. Fuckelindustrie, das ist ein Traum. Eines schönen Tages. Bowser Jr. schon wieder. Und Kamek. Das kann nicht Bowser Jr. sein, oder? Ich kann mich noch erinnern, Yoshi's Island, das war dann
Baby Bowser. Bitte? Das war ein kleinerer Bowser früher. Bei Yoshi's Island? Ja. Boah, ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr. Da war es ein kleiner Bowser, da gab es Baby Bowser noch gar nicht. Also Bowser Jr. meine ich. Baby Bowser war es damals. Ja, es hat ja auch Sinn gemacht, weil du da ja auch Baby Mario ja. Kutschiert hast. Die Yoshis, die altern nicht, ne? Die Infinity Stones. Oh shit, ja, stimmt. Das sind mit den gleichen Farben. Okay, Yoshi Endgame. Fehlt eine Farbe. Oh je, die armen Oshis. Oshi. Die armen Oshis. Die sind ja ganz verloren. Und die Infinity Stones sind auch nicht mehr da. Ja. Nur 5 anstatt 6. Traum, sondern sieht ganz unglücklich aus. Ey, wir müssen halt auch echt uns die Zeit anschauen, ne? Ja, halbe Stunde. Also wir haben 10 nach angefangen, sagen wir mal. Mhm. Das hat eben gerade kurz vibriert. Jackie Horror schreibt, die Musik fuckt mich maximal ab. Ich find's eigentlich ganz nett. Ey, ganz im Ernst. Yoshi's Story Musik, okay. Das Schlimmste ist einfach nur, wenn Mario schreit. Ja, ja, aber du bekommst... Stirb dich halt auch in deinen Albträumen. Ja. Okay. Wie viele Yoshi sollen aufbrechen? 2. Natürlich 2. Zu 4 wäre natürlich besser. Okay. I'm the leader. Look at me. I'm the captain now. Ich nehme mal... I'm blue double diva do die. Okay, dann nehme ich den grünen. Okay. Yes. Dann ist es also... Jeder zweite fucking Ton ist schief, sagt man hier. Stadia Gaming. Naja. Das ist... die Yoshis haben halt eine andere Kultur. Deswegen für die klingt das halt ganz anders. Das Ding hat offensichtlich schon mal bessere Tage gesehen. Ohne ihre Juwelen hat die Sonne wohl ihre ganze Kraft verloren. Nutzlos. Ja, stimmt. Dann schnell finden wir die Juwelen von den Yoshis. Okay, komm. Egal. Zeig mal, wie gut du Yoshi imitieren kannst. Yoshi! Yoshi! Okay, und jetzt mach mal das Schlucken und Fressen, was wir immer machen. Nein. Das war doch mega gut. Das war echt gut. Okay. Ey, zeig mal, wie ihr es macht. Also Hashtag süße Boys, ne? Da könnt ihr auch mal auf Twitter Flamme Höhen machen. Zeigt, wie gut ihr Yoshi machen könnt. Yoshi! Blickst du deinem Partner? Ich kann also auf dich springen? Ja. Okay. Ey! Ah, hey, okay. Look at me. I'm the Mario now. Kannst du da ein Ei raufschießen? Ja. Oh, hier gibt's einen Geheimgang. Wow! Ach, das ist schon süß. Nice. Oh, es ist ein Plastikbecher. Kannst du, oh, kannst auch, Train. Kannst auch im Hintergrund irgendwas abschießen. Aber ja, aber da ist gerade nichts. Ja. Tutorial? Oh. Ja. Okay, das wissen wir. Hey. Nein, hey. Das will ich auch gar nicht. Aber Moment. Die sind doch nur da, Moment, damit Moment. Wir unser... Wenn ich jetzt einen Yoshi schlucke, kannst du mich schlucken? Oh, okay. Ganz in dem Moment. Brauchst du mal ein paar Eier. Ja. Jetzt some Eier. Okay. Okay, let's go. Wo weiter? Nein! Jo. Oh shit, du verlierst alle Eier dadurch. Was? Ja. Oh. Oh, das ist... Geh weg! Fire in the hole!
Du schlau. Oh, da ist noch was. Oh. Oh. Da kannst du was im Hintergrund abschießen. Wie? Du darfst mich nicht immer aufessen, sonst verliere ich meine Munition. Okay. Ballert. Na guck mal, da kannst du deine Munition wieder auffrischen. Oh, rote Munition. Okay. Let's go. Was ist das? Das ist ein Checkpoint, glaube ich, einfach nur. Ist ja auch das Demo-Level, glaube ich, ne? Das, was wir gerade spielen. Genau, ja. Hier wird geschrieben, wie wär's auf die Geschenke schießen? Ja, das können wir auch noch machen. Carmack. So, jetzt müssen wir die fehlenden Teile des Zuges wieder einsammeln. Das finde ich cool, ich wusste nicht, dass man sich hier so aufteilen kann. Ja, das ist wirklich geil, ne? Das habe ich ja in der Demo nicht ausprobiert, weil ich die Demo alleine gespielt habe. Ich habe die gar nicht gespielt. Ich habe die ganze Zeit Magdalena zugeschaut, wie sie die gespielt hat. Echt? Ja. Im Rückflug hatten wir. Wollte sie unbedingt spielen. Ach, als sie in Montreal war? Genau. Boah, ist aber schon ein bisschen Chaos auch, ne? Ja. Also, ich finde das mit dem gegenseitig auffressen und rein. Oh, sorry. Halt. Sorry, Leute. Bringt ein bisschen für Verwirrung und Chaos. Das ist ein Steiger, ja. Knall den ab. Ring! Oh, warte, warte. Ist das eine Kaffeedose, die du hast? Ja, ist das eine Kaffeedose? Ja, ist Eis. Ja, Eistee. Eiskaffee. Steht da. Geil. Cool. So. Eigentlich könnten wir auch weitermachen. Alter, guck mal, wir sind Panzer. Du fährst und ich schieße. Alter. Okay, Mann. Yoshi-Tank. Hier, die Geschichte. So. Genau, den Stampfer. Ja. Wie macht man den Stampfer nochmal? Nach oben oder nach unten drücken? Also, ich glaube, dort kannst du. Achso, wenn wir das. Side-Scroll-Perspektive hast. Okay, dann müssen. Hä? Hä? Machen wir nichts? Machen wir nichts? Dann muss man runter. Ja, genau, du hast die ganzen Teile. Ja. Könnten theoretisch danach auch Sekiro spielen. In unserem Spielstand. Könnte ich. Ich hasse deine PS4 hier. Ich hab meinen PC-Stand. Hast du deinen PC-Stand in der Cloud? Ich hab deinen in der Cloud. Du musst es aber installieren. Komm. Ich glaube, wir haben das hier installiert, oder? Nein, ich glaube, die Jungs spielen das an der Konsole. Echt? Na gut. Und die Leute wollen nicht sehen, wie ich das spiele. Sehr frustrierend. Ja, da könnte ich dir noch so ein paar geheime Stellen zeigen. Ja, ich könnte dir auch noch einige geheime Stellen. Ja. Ein Crossover, würde ich sagen. Sehr, sehr geil, als ich das entdeckt habe. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, doch, hier, eine Blume. Oh, stimmt. Oh nein, das ist die letzte. Wir haben eine verpasst. Wir haben eine verpasst. So, weiter geht's. Ja. Ah, wir sind schon durch. Ich finde, jetzt kommt das eigentlich Geile an das Spiel, an dem Spiel, finde ich. Du kannst nämlich das komplette Level auch rückwärts spielen. Also es ist so designt, dass du das vorwärts und rückwärts spielen Stimmt, kannst. Stimmt, das haben sie in den Trailern gezeigt, ja. Das mache ich ganz gerne. Ich mag die Idee. Jetzt im ersten Level ist es so ein bisschen rudimentär noch. Erinnert ein bisschen an die Extra-Karten bei Mario Kart. Ja, genau. Oder Extra-Strecken. Wie weit sind Nils und Simon eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich habe nur mit Simon gesprochen und meinte so, er hatte Probleme mit dem Ninja am Brunnen gehabt. Oh, ich bin so kaputt, hätte ich doch nur eine Grinseblume. Ja, wir geben die natürlich.
Ah, okay. Das heißt, du kommst an einigen Stellen nur weiter, wenn du genug Blumen davon gesammelt hast. Wahrscheinlich. Ja. Nicht ich fühle mich wie frisch gepresst. Ich öffne jetzt das Gebiet. Bitte zurückdrehen. Na gut. Kommt Fire Emblem nicht noch diesem Frühjahr? In wenigen Monaten? Nee, oder? Nicht im Frühjahr. Nicht im ich glaube Frühjahr. Im Sommer. Ah, da haben sie es nochmal verschoben. Okay. Hui. Nach dieser Blume fühle ich mich gleich viel besser. Mein Name ist Benny. Benny Barry Carton. Waldet nicht geknickt und selbst. Lord Barry Carton. Yoshi, also, was macht ihr denn hier so? Ah, sie haben. Ja. Also, Yoshi brauche sehr gut. Auf der Suche nach Traumjuwelen, hm? Da war neulich was Leuchtendes am Himmel, das irgendwo da gelandet ist. Mal schauen. Ich glaube, es ist hier irgendwo. Oh, wie viele Welten sind es? Das sind hier einfach dem Weg folgen, dann stößt man sich ja drauf. Viel Glück. Danke, Benny. Ist ja richtig nett. Netter Dude. Vielfisch-Aquarium. Okay, wie, bist du bereit für das Vielfisch-Aquarium? Natürlich. Auf geht's. Alright, was du bist. Juli 2019 wurde hier geschrieben. Danke, Raketenmann. Bock drauf. Freust du dich auf Fire Emblem? Ja. Ich finde ja, das sieht ein bisschen lahm aus. Also von allein, was die Optik angeht. Wirklich? Ja. Ich bin da fand ich das irgendwie charmanter, dass das so. Achtung! Oh shit. Dass das auf dem 3DS so ein bisschen überzeichneter war. Mhm. Jetzt auf der Switch sieht das so ein bisschen karg aus. Aber vielleicht sind das auch nur die Bilder, die ich gesehen habe. Oh oh. Oh. Wir müssen zurück. Hast du eigentlich dieses Advance Wars? Ich habe ja den Namen vergessen. Wargroove? Wargroove gespielt, ja. Nee, leider noch nicht. Das wollte ich ja nochmal nachholen. Gerade so viel zu spielen. Ja. Komm nicht hinterher. Da, vertraust mir nicht, dass du abspringst. Neige während eines Sprungs, okay. Okay, Stampfattacke. Ich nehme die letzte. Ja. Zwei. Yes. Oh, die Musik hat so ein bisschen Animal Crossing-Vibes. Da kannst du einen Stampfattacker machen, wo du stehst. Ja. Ich überlege gerade, wie hier die Sonne. Nein! Nein, geh runter! Nein, geh weg! Animal Crossing, da warte ich auch auf die Neuigkeiten. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Gehört einer zu meinen absoluten Favorites dieses Jahr. Alter, ich werde dich in meine Friendlist packen und werde die ganze Zeit nur Fallen buddeln. Ich wache extra dafür früher auf. Cool. So wird mein Tag dann aussehen. Morgens aufstehen, erstmal Fallen buddeln, damit Ilias da reinfällt. Ich freue mich, ich hoffe, dass man auf der E3 ein bisschen mehr sehen kann. Mhm. Ja, okay. Oh, okay. Komm mal so als Ei hinterher. Ah, okay. Achtung! Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Nochmal drauf. Boah. Ricochet. Na, ist okay. Oh, ein Luftballon. So, da oben ist noch so ein. Das musst du abballern, ich hab keine Munition. Oh, alle einsam. Schnell! Nein, du stehst im Weg! Nimm, spring doch! Das hast du mit Absicht gemacht, ne? Wolltest du spannend machen. So. Ey, ich brauche ein bisschen Munition, also lass mir ein paar Schall. Das ist ein Reflex gewesen, ich lasse dir jetzt alles übrig. Ja. Ein Schluckreflex. Oh oh. Oh, da unten ist so ein versteckter. Da kommt man. Warte, geh mal weg. Ich hätte jetzt ein Ei einen Schildkrötenpanzer geballert. Auch gut. Geil. Nice.
ist. Ballern, ballern! Schön. Oh yeah, lass es regnen. Komm, dann schluck die alle mal. Spuck erstmal dich. Oh nee, jetzt hab ich nichts mehr. Ja, geh mal weg, Junge. Ich hab hier noch ein bisschen Moon. Oh, das ist ein bisschen nervig. Was? Dass wenn du halt den anderen Yoshi schluckst, dass deine komplette Munition halt weggeht. Das ist echt schade. Da hinten ist noch so eine Wolke. Naja, ich versuch den mal abzuballern. Du musst, glaube ich, weiter hoch. Ja. Okay. Kann ich hier runter? Nee, ne? Ja, relativ seicht bisher, ne? Mhm. Aufpassen. Ich bin mal gespannt, wie die Bossgegner sind. Also. Ich frag mich, ob es überhaupt Bosse gibt. Oh. Eine schwierige Frage. Kann ich aber? Nein, kann ich nicht. Nein! Nein! Oh nein, wir haben Schaden genommen. Okay. So, wie kommt man da hoch jetzt? Oh ne, wir müssen nach. Wir müssen hier lang. Oh. Da ist eine Uhr. Ich schieße hier ab. Alle runterstampfen lassen. You can do it. You can do it. Schön. Cool. Wow, wir haben schon wieder eine Blume vergessen. Oh. Oh! Ja, man merkt, das ist so ein Familienspiel, ne? Also, ich könnte jetzt die ganze Zeit auf deinem Yoshi sitzen und ja, das Spiel damit beschreien. Ist halt relativ, ist halt seicht. Ist ja okay, ist. Nein! No! Nein! No! Es ist leicht. Was? Du bist nicht mal Game Over? Mm-mm. Okay. Ist ja okay. Das ist fein. Oh, nein. Ah, nein. Nein, 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 nein. Warum? Rette dich! Lass mich liegen! Die Mission hat Vorrang. Nein! Warum hast du mich befreit? Du wolltest mich nur umbringen. Was kommt? Wir machen den Super Mario. Den Super Nintendo. Yoshi muss sterben, damit Mario leben kann. Ist schon irgendwie mies gewesen damals. Ja, aber auch ein bisschen witzig. Ja. Ziel. Ja, ist okay, ne? Ist okay. Dann gucken wir mal auf die Uhr. Ich glaube, vielleicht ein halbes Level kriegen wir noch hin. Ja, komm. In 10 Minuten. Yoshi's Craft. Schon fast ein bisschen schade, dass so dieser Yoshi's Island-Gedanke ein bisschen verloren gegangen ist, dass du halt auch so ein anspruchsvolles Level-Design auch hast. Hier ist es halt mehr so ein Spiel im wahrsten Sinne des Wortes für die ganze Familie. Das ist ja Mario Odyssey beispielsweise auch, aber trotzdem hast du da halt noch so ausgeklügeltes Level-Design. Ja. Vielleicht kommt das ja hier alles noch. Aber gerade und es sieht dann noch zuckersüß aus, damit dann auch die letzte Person, die eigentlich mit Videospielen nichts am Hut hat, dann noch eventuell reinschauen wird. Ja, das finde ich auch nicht schlimm. Also ich finde die Optik echt ganz cool. Nee, ich mag sie auch. Also ich finde es schön, dass gerade Kirby und Yoshi halt optisch immer neue Sachen ausprobieren. Ja. Wobei, ich weiß gar nicht, wie war das letzte Kirby-Spiel? War jetzt, glaube ich, auch nicht so anspruchsvoll, ne? Ja, aber da muss man sagen, dass über freie Updates echt viel Kram dazugekommen ist. Kam Updates dazu? Ja, richtig viele sogar. Du hast sogar einen komplett neuen Spielmodus bekommen. Okay. So mit neuen Levels auch, eine kleine Story. Okay. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Geil. Okay, das ist, das ist natürlich cool. Oh, den kennt man doch in einer anderen Frage. Ja, tatsächlich, cool. Aber den, nee. Ja, vielleicht hätten wir ihn vorher abschießen sollen. Vielleicht kann man in sein, kann man in seinen Mund? Ja, geh mal. Oh, nee. Vielleicht kann man in seinen Mund.
Ah, Elias, ich weiß schon. Bei der ersten Monster-Attacke, was wir machen will. Oh, vielleicht will er uns ja nur einladen in seinen Mund. Ich schau mal rein. Lalalala. Oh, Godzilla. Oh, was machst du da? Da ist ein Geschenk. Oh, war ich eigentlich gerade Mickey Maus? Bist du dumm? Geh mal weg. Bist du dumm? So. Boing. Wir haben keine Munition mehr. Den kriegen wir auch so. Das machen wir jetzt. Aber da ist eine Sonne. Wo? Oder eine Wolke. In ihn drin. Wirklich? Ja. Siehst du? Da ein bisschen flappen. Oh, tatsächlich. Ah. Wir kommen gleich wieder. I'll be back. Ah, guck mal, da können wir ein bisschen Moon. Moon. Ich seh ihn nicht. Ich brauch dich. Jetzt brauchst du mich. Ja, hau ab, Mann. Die Sonne gehört mir. So. Oh, es ist eine Knofenserblume. Knofenser. Knofenser ist hat ein geiles Design. Ich mag es. Knofenser? Ich hatte vor Knofenser früher immer voll Angst. Hattest du Angst vor Knofenser? Ja. Wieso denn das? Ja, weil es so ein länglich geschlängeltes Design hat und auch so immer so tief seinen Ruf hatte. Knofenser. Fand Paras sah immer sehr creepy aus. Als ein Pilz war. Krabbe mit einem Pilz? Aber erinnerst du dich... Parasek ist ein Zombie? Ja, erinnerst du dich an den Gameboy-Ruf von Parasek? Ja, ey, ohne Scheiß. Das fand ich immer geil. Ich fand es immer geil, wenn Parasek gekommen ist. Irgendein Pokémon, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, welches so. Das war nervig. Was war das? Oh, ich kann mir nicht. Oh! Oh, what a twist! Was für ein Ballern, Pokémon Ballern. Meintest du gerade? Oh shit. Fokus, Fokus. Nein! Schieß! Ja. Ah, ich weiß nicht. Nebulak meintest du? Es könnte Nebulak sein. Das fand ich immer so anstrengend. Nein. Irgendwie so war das. Und, Lavandia mochten ja viele Leute nicht. Erinnerst du dich an den Ruf von Taubsi? Nein. Also schon. Ah, und später Tauboga und Taubos war irgendwie so, ne? Tauboga war. Erinnerst du dich? Ja, das vom Taubsi kann mich erinnern, aber Tauboga kann mich jetzt gerade. Wirklich? Das ist eigentlich genauso. Wollen wir eine komplette Sendung aufziehen, wo wir einfach nur Pokémon-Geräusche machen? Und ich kann das ja richtig gut. Ja? Ja. Was gab's denn noch? Nein! Ha. Du Verräter! Verräterus! Hier ist der Verräter. Ja, du willst mich gar nicht mit dabei haben, ne? Ach so, ja, ich könnte den auch einfach abwerfen. Jetzt stimmt's, hab ich vergessen. Pikachu hatte doch einen ganz Moment. Nein, ja? Das kann mir auch mal so elektrisch. Das krieg ich jetzt aber nicht hin mit meinem Mund. Ja. Oh Gott. Was gab's denn noch? Wie ging der vom Mewtwo nochmal? So ähnlich wie vom Parasek. Ja. Oh, so. Ja. Und wir haben eine Blume übersehen. Wirklich? Ja. Wollen wir die einsammeln oder? Wollen wir schnell das Endlevel zu Ende machen, weil die Zeit dann auch wieder vorbei ist? Wir machen das Level schnell zu Ende. Da oben ist noch was. Ich komme nicht hoch. Oh, da können wir dieses komische. Was ist das da abballen? Das ist eine Möwe. Es ist eine sehr, sehr traurige Möwe. Jetzt kommt ein Bosskampf. Oh, wirklich? Geil. Ja, komm, den kriegen wir noch schnell hin. Ich schwör's. Ich tunk euch ins Wasser, Yoshis.
Oh. Ist schön dargestellt, ein bisschen so Stop-Motion. Mhm. Nicht mich einsaugen. Ja, mir aber auch ein bisschen Munition überlassen. Ja, da ist doch. Ja, ja, ich meine ja. Die Knofensamblume. Ja, ja. Oh! Aufs Maul! Den machen wir Takoyaki. Ja. Oh nein! Oh. What a fail! Oh. Oh, oh, scheiße, das wollte ich nicht. Nicht sorry. Mich einsaugen! Oh. Was ist das für ein Penner? Wow. Sehr gut. Ach, das war's schon? Ja, dreimal. Na gut. Ist so das Übliche, ne? Geschafft! Das war... Hushy. Ja, das war nett. Nimm. Nimm. Süß. Ich kann mir vorstellen, so mit jüngeren Leuten... jüngeren kann man das spielen. Leuten? Ja, ganz im Ernst. Es muss schon ein sehr, sehr... Es muss schon ein Kind sein. Es muss zwischen... Ja, also wenn du da wirklich so... Zwischen 5 und... 10, ja. Wird dann richtig cool sein. Ansonsten. Du rennst da halt quasi durch, ne? Ja. Und deswegen ist das jetzt nicht zu vergleichen mit so diese typischen Jump'n'Runs, wie halt so ein Rayman, ja, oder ein Mario. Rayman, Mario oder halt auch, also der komplette Gegenentwurf ist halt sowas wie Donkey Kong Tropical Freeze, das in eine komplett andere Richtung geht, aber ja im Grunde auch ein Jump'n'Run ist. Ja. Aber gut, ist eigentlich ein schönes Spiel, kann man machen. Ich brauche es jetzt, glaube ich, nicht. Ich brauche es jetzt auch nicht. Also ich glaube, ich habe mir einen guten Eindruck davon verschaffen können, jetzt nach den 3 Levels. Ja. Ich bin nicht die Zielgruppe, du bist nicht die Zielgruppe. Viele von uns da draußen wahrscheinlich nicht. Was? Aber die Kinder haben? die Kinder? Ja. Das kann man, das kann man schon machen, aber wenn du halt wirklich Herausforderung willst und sowas ähnliches suchst wie so ein Celeste, Donkey Kong oder Mario. Oh, Celeste, uiuiui. Dann ist Yoshi dann doch eher ein anderes Kaliber. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was dieses Baba ist You, genau, das ist nämlich unser nächster Titel, den wir hier präsentieren wollen. Yoshi's Island, wie gesagt, dürfen wir aktuell auch nur 30 Minuten spielen, weil das Embargo nicht mehr zulässt. Mhm. Deswegen haben wir uns gedacht, hier spiel du ruhig. Wollen wir vielleicht vorher dann noch mal die Pause, damit wir es dann auch schön aufteilen können. Werbung. Das ist eine sehr gute Idee, aber kurz noch mal Werbung. Dann machen wir kurz Pause, wir gehen in die Werbung und setten das hier ab, spielen dann Baba Is You und zeigen euch, was dieses Spiel in so Feines kann. Bis gleich.